Lebensmittelüberwachung. Stumm ist mein Name. Ja, wer ist der Chef? Ich bin der Inhaber, ja. Sie sind der Inhaber. Ja, Excuse, Ihr Wand, ich habe wichtige Termine. Ja, okay. Karte, ja? Ciao. Ciao. Entschuldigung, das war mein Bruder. Ja, kein Problem, kein Problem. Ich würde gerne bei Ihnen heute eine ganz normale Routinekontrolle durchführen und vielleicht ein paar Proben mitnehmen. Ach so, ja, deutsche Gründlichkeit. Ja, ja. Ich kenne das, ich bin ja hier aufgewachsen. Ja, also, ja. Da färbt sowas ab. Hört, hört. Hoffentlich verspricht der junge Mann da mal nicht zu viel. Los geht's mit den Gäste-WCs. Da kann es schon mal unappetitlich werden. Ja, das sieht ja alles gut aus. Muss man sagen, das ist schon mal ordentlich. Ja. Als nächstes ist der Bereich hinter der Theke dran. Und da fällt dem Kontrolleur sofort etwas ins Auge. Sehen Sie also, hier so, ich weiß, da gehen wir ja nicht so gerne dran. Ja. Alles, was mit Strom ist, aber da müssen Sie auch mal putzen, ne? So ein bisschen. Ja, das ist eine Kleinigkeit, aber wie gesagt. Kleinigkeit. Wie gesagt, hier wird abends immer noch mal überall durchgewischt. Ja. Wie hatten Sie es mit dem Fettwechsel regelmäßig? Ja, das wird regelmäßig gewechselt, also einmal am Tag. Hier so die Haube, die ist dann auch zwischendurch mal wieder dran. Ja, so sind jetzt so Staubflosen. Die hier sicher schon länger sitzen. Und Bernd Stumm bemerkt noch mehr ungebetene Gäste. Was ist mit den Fliegen hier? Sie haben recht viele Fliegen. Ja, im Sommer ist das hier wirklich ein Problem. Also es gibt mittlerweile gute Fallen. Es gab ja früher so eine Klebefalle, so einen Klebestreifen. Ja. Okay. Aber die modernen Kästen sind so Kästen mit Blaulicht und Gelblicht für Fluginsekten, also speziell. Okay, alles klar. Doch ansonsten gefällt dem Lebensmittelkontrolleur das, was er im Thekenbereich sieht. Zumindest bisher. Vorne hui und hinten pfui. Doch alles wirkt passabel, bis auf eine Ausnahme. Ja, hier haben Sie doch mal, schauen Sie mal hier. Hier müssen Sie mal die Silikondichtung erneuern. Ja, das ja, auch nur eine Kleinigkeit, also, das muss auf jeden Fall erneuert werden. Also, ja, das sehe ich auch gerade. Also alles halb so wild. Ja, also ich muss sagen, wenn jetzt Ihre Temperaturen und Ihre Proben noch stimmen, dann bin ich voll und ganz mit Ihrem Betrieb zufrieden. Also da muss man wirklich sagen, es ist alles sehr ordentlich und sehr sauber. Seine Ware lagert der Restaurantbesitzer Bellini in einem Kühlraum. Mit 2 Grad ist die Temperatur schon mal korrekt. Was haben Sie jetzt hier? Das sind Salate? Das sind Spezialitäten des Hauses. Verschiedene Salate mit Schafskäse. Ah ja. Und diese Spezialitäten sind Riccardo Bellinis ganzer Stolz. Schließlich ist seine Pizzeria vor allem auch dafür im Stadtviertel bekannt. Ist da schon Dressing drauf? Dressing? Nee, auf keinen Fall. Ja, okay, ich habe das deswegen jetzt gefragt, ja, weil wenn wir den Schafskäse untersuchen, ob Schafskäse, dann darf da nicht Öl und Essig schon dabei sein, Fall. Sonst wäre die untersuchen, das würde die nicht. Das ist purer Schafskäse. Doch manchmal versteckt sich hinter angeblichem Schafskäse günstiger Kuhmilchkäse. Doch selbst Bernd Stumm rechnet hier nicht mit einer Überraschung. Keine halbe Stunde später und Bernd Stumm ist zurück in der Pizzeria. Analogkäse ist fast 50% billiger als Schafskäse. Ein Betrug, der sich finanziell durchaus lohnt. Das Laborergebnis hat ergeben, dass es kein Schafskäse ist, was Sie da anbieten. Es handelt sich da um einen Analogkäse. Wie kein Käse? Das kann doch nicht sein. Ich stehe mit meinem Namen für meine Produkte hier. Ja. Der Käse ist auf jeden Fall Schafskäse. Der Besitzer stellt sich dumm. Er braucht offenbar schwarz auf weiß, dass seine Spezialität des Hauses nur ein billiges Ersatzprodukt ist. Also hier draußen ist klar erkennbar, es handelt sich nicht um ein Produkt aus Milch, sondern es ist ein Produkt aus Wasser und Pflanzenfett. Das kann ich mir gar nicht erklären. Also das kann nicht sein. Entweder war der Mann ein guter Schauspieler oder er hatte tatsächlich keine Ahnung. Aber das musste ich herausfinden. Haben Sie denn von diesen Sachen Lieferunterlagen? Vielleicht kommen wir dann da ein bisschen klarer. Nee, den ganzen Papierkram, den macht eigentlich immer mein Bruder. Also das ist für mich der blanke Horror. Deswegen habe ich auch keine Unterlagen vom Geschäft. Sind jetzt gar keine Unterlagen hier? Nee, also mein Bruder, der macht das, die ganze Verwaltung auch für andere Unternehmen. Und deswegen. Und ja, eigentlich hat er sie. Und wie kann ich den denn antreffen? Oder gibt es hier irgendwelche Unterlagen? Gute Frage. Ist ja gar nichts hier. Ich glaube, ich habe da irgendwie ein altes Angebot. Davon kann ich eins mitnehmen, ja? Ja, können Sie machen. Und da bekommen Sie auch die Ware, ja? Ja. Und Sie bestellen da schon immer, oder? Ich bestelle da schon seit Jahren. Haben Sie denn von dieser Ware
Jetzt welchen da? Ja, steht da hinten. Bernd Stumm will anhand einer Probe überprüfen lassen, ob sich in der abgepackten Ware echter Schafskäse befindet oder nicht. Hören Sie, ich beziehe den Käse seit Jahren von meinem Händler. Ich vertraue ihm. Wie meinen eigenen Bruder. Das ist Schafskäse. Hundertprozentig. Die ganze Sache ist sehr undurchsichtig. Beim letzten Mal habe ich hier von Ihrem Lieferanten die Originalverpackung mitgenommen. Das war kein Schafskäse. Dann bin ich zum Lieferanten gefahren, habe dort eine Probe entnommen. Das war allerdings Schafskäse. Wie können Sie sich das erklären? Soll das alles ein dummer Scherz sein? Komischerweise hat Motola von Ihnen überhaupt keine Lieferunterlagen. Die haben ausgesagt, dass sie schon seit Monaten nicht mehr beliefert würden. Ich bekomme Woche für Woche von meinem Händler die Ware. Das schwöre ich bei meiner Mutter. Fragen Sie doch einfach meinen Bruder. Der hat alles schwarz auf weiß. Ja, haben Sie von Ihrem Bruder die Büroadresse? Ja, natürlich. Bernd Stumm kommen langsam Zweifel. Wurde der Pizzeria-Besitzer selbst hereingelegt? Genau. Da habe ich noch eine Frage. Wer beliefert Sie denn? Ach, das organisiert alles mein Bruder. Also einer aus dem Kreise Ihres Bruders, Familie des Bruders, kommt irgendwie daher und beliefert Sie? Ganz genau, ja. Okay. Plötzlich taucht der Bruder und Pizzeria-Besitzer auf. Die Sache hat ihm wohl keine Ruhe gelassen. Wie sieht's aus? Hat sich das nun geklärt? Noch nicht. Aber dann geht es Schlag auf Schlag. Denn sowohl Bernd Stumm macht eine interessante Entdeckung, als auch Riccardo Bellini. Kannst du mir das mal erklären? Hier steht, du hast Analogkäse an meine Adresse liefern lassen. Ciao, Riccardo. Bist du wahnsinnig geworden? Herr Bellini, jetzt sehe ich auch noch das Etikett, was Sie auf dem Eimer haben. Das ist ja das Etikett, das auf den Eimern war in Ihrem Kühlhaus. Sie haben die Ware ja anscheinend selber etikettiert. Das unterstreicht den ganzen Betrug ja nochmal. Ist nichts mit dem Käse verkehrt, ne? Wir haben tausende Menschen den Käse gegeben, er hat keine Beschwerde. Was ist das Problem? Du hast mir nicht nur den billigen Analogkäse untergejubelt, sondern ihn mir auch noch teuer verkauft.